In dieser Woche wurde das Jahressteuergesetz verabschiedet. Es werden an vielen Stellen in unserer Steuergesetzgebung Veränderungen vorgenommen. Manche Initiativen halte ich für sinnvoll, andere für schlecht und wieder andere für schlicht verfassungswidrig. Warum ich dem Jahressteuergesetz meine Stimme nicht gegeben habe, erkläre ich euch gleich. Homeoffice-Pauschale. Nach vielen Monaten des Gerangels hat die GroKo jetzt 600 Euro beschlossen. Zu wenig. Wir wollen 1200 Euro, um Stromkosten und Abnutzung zu Hause abzufedern. Ganz schlecht. Die GroKo möchte, dass es nach 2 Jahren wieder wegfällt. Dann gibt es wieder das Arbeitszimmer. Nicht gut, das Homeoffice bleibt, aber nicht jeder von uns hat ein Arbeitszimmer. Ehrenamtspauschale. Wir wollen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, entlasten. Das ist eine gute Sache und deswegen Haken dran. Super. Verrechnung von Verlusten. Wenn wir Börsengewinne machen, ist es klar, dass wir Steuern an den Staat zahlen. Dass wir aber auch jetzt bei Verlusten unter Umständen Steuern zahlen müssen, das halte ich für absurd. Was heißt das? Früher, vor 2020, konnte ich, wenn ich mich abgesichert habe, wenn ich also 2 Positionen an der Börse hatte und einmal einen Gewinn gemacht habe und einmal einen Verlust gemacht habe, musste ich nur die Summe daraus versteuern und bei einem Verlust gar nichts. Jetzt ist es so, ab 2021, dass ich nur maximal 20.000 Euro Verluste verrechnen kann. Das heißt, mache ich 30.000 Euro Verlust, dann muss ich auf 10.000 Euro Steuern zahlen und das ist nicht fair. Ich bin der Meinung, das ist verfassungswidrig. Was gar nicht enthalten ist im Jahressteuergesetz, das ist die Entfernungspauschale für uns, die wir zur Arbeit müssen, und die Werbungskosten. Die Anpassung ist nicht enthalten. Seit 2004 gab es hier keine Anpassung. Die Kosten sind gestiegen, wir werden nicht entlastet. Da ist Handlungsbedarf. Ich glaube, keiner von uns kann nachvollziehen, dass die Zinsen auf Steuernachforderungen immer noch bei 6% liegen. Das war vor 50 Jahren vielleicht mal der Fall, aber bei Negativzinsen muss hier endlich nachgebessert werden. Ich bin der Meinung, wir sollten ein Steuersystem haben, das sich an unserer Realität, an unserem Alltagsleben orientiert und nicht, was sich Olaf Scholz vorstellt.